Nordin, stell dir vor, Gina. Gina, die tunesische Sängerin, wartet da drin. Ruhig bleiben. Guten Abend. Guten Abend. Krieg dich wieder. Eine Freundin ist verschwunden. Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie hat vorher noch gemeint, sie hätte einen Termin im Hilton. Seitdem ist sie weg. Der Name der Freundin? Lalina. Die Sängerin? Hat sie gesagt, mit wem sie sich trifft? Wohl ein Freund von ihr. Ist ihr was zugestoßen? Sie ist ermordet worden. Es gibt Fotos von ihr. Schmutzige Fotos. Die soll keiner sehen. Ich habe ihm gesagt, eine Pilgerfahrt für $10,000, das ist viel zu teuer, das ist verrückt. Willst du einen Polizisten verarschen, noch dazu einen, der Ägypter ist? Sagt er, das ist nicht viel, du kommst zurück ohne Sünden, du bist rein, rein wie ein neugeborenes Kind. Das waren schöne Tage in Mekka und ich habe auf dem Berg Arafat für dich gebetet. Gott segne dich dafür. So. Ist es in Ordnung, wenn wir dann gehen? Nur, du bleib noch ganz kurz. Gut. Was ist? Wieso bist du bei Hatem Shafiq gewesen? Er hat dein Verhältnis mit Ermordeten. Ich tue jetzt mal so, als hätte ich nicht gehört, was du gesagt hast. Wir betrachten den Fall doch als abgeschlossen. Ja, stimmt. Nur, du bist zwar der Sohn meines Bruders. Ich kann aber auch nichts machen, wenn ich einen Anruf von ganz oben bekomme, weißt du? Der Präsidentensohn und er sind so. Gut. Okay, pass auf dich auf. Ja, ja. Sehen. Die sieht aus wie die Sängerin. Deine Freundin ist ermordet worden. Hat sie gesagt, mit wem sie sich trifft? Wohl ein Freund von ihr. Es gibt Fotos. Schmutzige Fotos. Eine kleine Aufmerksamkeit als Dankeschön. Kennen Sie diese Frau? Wie war dein Name noch? Die Tote da, Nagib, führt das als Selbstmord. Sie hat sich selbst die Kehle durchgeschnitten? Meinst du, was du da machst, wäre eine wirkliche Befragung? Wieso bist du bei Hatem Shafiq gewesen? Der Präsidentensohn und er sind so. Ich konnte den Täter sehen. Du lässt ihn abhauen? Wir haben ja das Geld. Es ist meine Schuld, dass ich dir vertraut habe. Ich dachte, du bist schlau. Aber du bist dumm. Vergiss Gerechtigkeit. Als wir uns zum ersten Mal begegnet sind, war dir bewusst, dass ich dich vernichten kann. Deine Freundin hatte eine Affäre mit einem sehr wichtigen Mann. Sie sagte, sie wäre frisch verliebt.